Auf der Apple Watch gibt es einige Einstellungen, die ihr einmal überprüfen und gegebenenfalls ändern solltet, egal ob in WatchOS 7, 8, 9 oder dem neuesten WatchOS 10. Wenn dich Videos zur Apple Watch oder allgemein zu Apple interessieren, ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr zu verpassen. Beginnen wir das Video direkt mit einer Funktion, die mit WatchOS 10.2 kommt. Und zwar ist es seit WatchOS 10 nicht mehr möglich, einfach zwischen den Watchfaces zu wechseln, indem man hier hin und her swipet, sondern muss gedrückt halten und kann daraufhin erst das Watchface wechseln, was natürlich ziemlich nervig ist. Und mit WatchOS 10.2, was sehr zeitnah im Dezember erscheint, könnt ihr das Ganze ändern. Und zwar in den Einstellungen. Hier scrollt ihr einmal ziemlich weit nach unten bis zur Uhren-App. Die findet ihr hier. Und dort könnt ihr dann einmal rauftippen und findet dann die Funktion Zifferblätter durch Streichen wechseln. Das einmal aktivieren. Und daraufhin können wir hier wieder zu unseren Zifferblättern gehen. Und hier könnt ihr jetzt durchswipen, ganz einfach die Watchfaces wechseln. Also jetzt wieder genauso, wie es zuvor mit WatchOS 9 zum Beispiel der Fall war. Und daher auf jeden Fall eine gute Funktion. Wie euch mit Sicherheit schon aufgefallen ist, hat sich mit WatchOS 10 einiges verändert, was Gesten und die Buttons angeht. Unter anderem kommt ihr jetzt über den Side-Button in das Control Center. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel Wi-Fi einzuschalten, Bluetooth und so weiter. Also hier bekommt ihr eben die ganzen Möglichkeiten, eure Apple Watch zu steuern. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier auf Bearbeiten zu gehen und daraufhin hier zum Beispiel weitere Toggles hinzuzufügen, also sowas wie Schulzeit, Hören, Textgröße, den Fokus und so weiter. Ihr könnt es hier natürlich auch entfernen und ihr könnt sie auch verschieben, also ihr könnt hier gedrückt halten und daraufhin dann hier die einzelnen Toggles hin und her schieben. Außerdem seht ihr ganz oben eine Leiste, auf die ihr rauftippen könnt und dann bekommt ihr einige Informationen, unter anderem, ob euer Gerät verbunden ist, dann habt ihr hier, ob lautlos eingeschaltet ist, ob Walkie-Talkie verfügbar ist, Bedienungshilfen sind hier zum Teil aktiv, also da bekommt ihr einige Informationen direkt auf einen Blick. Mit WatchOS 10 neu dazugekommen sind Widgets und die öffnet ihr, indem ihr einmal von unten nach oben swipet, dann sehen wir einmal die Uhrzeit, den aktuellen Tag und so weiter und einige Widgets, wie zum Beispiel hier die aktuelle Lautstärke, dann haben wir hier Wetter, wir haben die Möglichkeit auf unsere Fitness-Widgets zuzugreifen und so weiter, also da sind einige Optionen, unter anderem können wir dann auch ganz unten auf alle unsere Apps gehen und wir haben natürlich die Möglichkeit, diese auch zu bearbeiten, wir können also einmal gedrückt halten und dann hier weitere hinzufügen über das Plus, beziehungsweise über dieses Plus hier. Wir können welche entfernen und wir können sie anpinnen, damit sie eben oben dargestellt werden. Wenn wir auf das Plus gehen, sehen wir eben sehr viele empfohlene Widgets, aber eben auch alle möglichen Apps. Also da könnt ihr auf sehr, sehr viele Apps zugreifen, wie zum Beispiel hier auch Drittanbieter-Apps, die dann eben Widgets anbieten. Machen wir als nächstes weiter mit einer Einstellung und dazu öffnen wir einmal die App und scrollen etwas weiter nach unten bis zum App Store. Den finden wir nämlich auch schon hier, gehen dort einmal rauf und dann seht ihr ganz oben die Möglichkeit, automatische Downloads einzuschalten oder auszuschalten. Ich persönlich habe das Ganze deaktiviert, damit nicht jede App, die ich auf dem iPhone installiere und die eine Apple Watch App hat, automatisch installiert wird. Dadurch hat man einfach zu viele Apps auf der Apple Watch, die man im Endeffekt gar nicht benötigt. Ich denke, der eine oder andere von euch kennt das, man hat hier wirklich sehr, sehr viele Apps installiert und man braucht so gut wie gar keine davon und daher habe ich das Ganze einmal deaktiviert. Je nachdem, was euch lieber ist, könnt ihr diese Funktion ein- oder ausschalten. Eine sehr praktische Funktion findet ihr in den Einstellungen unter Allgemein und hier findet ihr dann auch schon direkt den Punkt Ausrichtung und da könnt ihr ganz einfach auswählen, welches Handgelenk ihr nutzt, ob ihr Links- oder Rechtshänder seid und daraufhin habt ihr hier die Möglichkeit, auch die digitale Krone zu verändern zwischen links und rechts und dann verändert sich entsprechend hier auch das Display und das finde ich persönlich sehr praktisch, weil man so eben die Möglichkeit hat, die digitale Krone nicht nur auf der rechten Seite mit dem Zeigefinger zu benutzen, sondern potenziell auch mit dem Daumen, je nachdem, was einem eben besser gefällt und so kann man hier die Ausrichtung entsprechend verändern. Eine weitere Funktion, die ich sehr praktisch finde, finden wir erneut in den Einstellungen unter Allgemein und scrollen hier etwas weiter nach unten zu automatisch starten. Und wenn wir dort drauf gehen, können wir hier eben Audio-Apps automatisch starten lassen, was ich persönlich aktiviert habe, weil ich es sehr schön finde, ob ich nun die Musik-App nutze, die Podcast-App oder auch Drittanbieter-Apps, dass eben immer hier die Audio-Apps direkt geöffnet werden und ich dann hier auch auf der Apple Watch das Ganze zum Beispiel lauter machen kann, vor- und zurückgehen kann und so weiter. Das heißt, hier öffnet dann sozusagen immer der Audio-Player, was ich sehr angenehm finde. Vielleicht habt ihr auch schon mal aus Versehen Bildschirmfotos mit eurer Apple Watch gemacht und diese dann auf dem iPhone gefunden. Das Ganze könnt ihr deaktivieren, wenn ihr diese Funktion nicht nutzen möchtet, in den Einstellungen unter Allgemein und dann könnt ihr etwas weiter nach unten scrollen
zu dem Punkt Bildschirmfotos. Dort geht ihr rauf und dann könnt ihr hier eben die Bildschirmfotos deaktivieren. Die werden grundsätzlich gemacht, indem ihr hier die digitale Krone und den Zeitbutton zusammen drückt und dann werden eben hier Bildschirmfotos erstellt, die zum Teil natürlich praktisch sein können, aber auf der Apple Watch benötigt man das nahezu nie und daher würde ich euch empfehlen, das Ganze zu deaktivieren, damit ihr nicht unnötig Bildschirmfotos von eurer Apple Watch auf dem iPhone findet. Bei der nächsten Einstellung handelt es sich um eine Datenschutzeinstellung. Dazu gehen wir einmal auf die Mitteilung und scrollen hier ein ganzes Stück nach unten und zwar zum Anzeigen der vollständigen Mitteilungen tippen. Und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu aktivieren, denn so sorgt ihr dafür, dass eben Nachrichten per iMessage oder auch per WhatsApp nur so angezeigt werden, dass ihr eine neue bekommen habt und von welcher Person, ohne den Inhalt zu zeigen. Und das sorgt einfach dafür, wenn ihr die Apple Watch umhabt, dass niemand direkt sehen kann, was euch wer geschrieben hat. Eine weitere Funktion, die ich sehr praktisch finde, befindet sich in den Einstellungen unter Code. Und zwar scrollen wir dazu etwas weiter nach unten und finden das Ganze dann hier, gehen dort einmal rauf und dann seht ihr hier die Option mit iPhone entsperren und das Ganze habe ich bei mir aktiviert und das sorgt dafür, dass wenn mein iPhone entsperrt ist und ich die Apple Watch umhabe, dass automatisch auch die Apple Watch entsperrt wurde und ich nicht nochmal den Code eingeben muss. Das heißt, ist das iPhone bei mir und entsperrt, dann geht die Apple Watch davon aus, dass diese ebenfalls entsperrt werden kann, wenn sie eben am Handgelenk ist. Und daher finde ich diese Funktion super praktisch. Das Ganze muss man zum Teil erst auf dem iPhone in der Watch-App aktivieren, sollte das bei euch ausgegraut sein. Danach könnt ihr das Ganze hier auch direkt ein- und ausschalten. Bleiben wir aber auch direkt in den Einstellungen unter Code und scrollen etwas weiter nach unten und zwar zur Handgelenkerkennung. Die würde ich euch ebenfalls sehr empfehlen zu aktivieren. Das sorgt einfach dafür, dass wenn ihr die Apple Watch abnehmt, dass sie automatisch eben mit dem Code gesichert wird. Das heißt, erst wenn der Code wieder eingegeben wurde, nachdem ihr sie abgenommen habt, könnt ihr die Apple Watch wieder verwenden. Das sorgt einfach dafür, dass wenn sie geklaut wird, ihr sie verliert oder ähnliches, dass die Apple Watch eben mit dem Code gesichert ist und damit auch eure Daten. Eine Einstellung, die eure Akkulaufzeit verbessert, findet ihr etwas weiter nach unten und zwar unter Training. Dazu scrollt ihr hier zu den ganzen Apps und findet dann hier auch die Trainings-App. Dort geht ihr rauf und dann gibt es hier den Stromsparmodus, der aktiviert werden kann. Dadurch werden einige Funktionen deaktiviert oder reduziert beim Training, sorgt aber insgesamt dafür, dass eben eure Apple Watch länger durchhält, was natürlich bei Trainings wirklich sehr angenehm ist, denn dort wird grundsätzlich relativ viel Strom verbraucht und wenn ihr dann den ganzen Tag die Apple Watch nutzen möchtet, obwohl ihr ein Workout hattet, dann ist diese Funktion auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und wo wir gerade schon bei Stromspartipps sind, wenn wir hier in den Einstellungen etwas weiter nach unten scrollen zu Anzeige und Helligkeit, dann solltet ihr natürlich hier erst einmal dafür sorgen, dass eure Apple Watch nicht zu hell ist. Also ihr könnt sie hier dunkler machen oder eben etwas heller, je nachdem, wie ihr es gerne nutzen möchtet. Aber grundsätzlich ist natürlich hier eine helle Apple Watch eher schlecht für den Akku. Hier könnt ihr zusätzlich auch noch die Textgröße verändern und eben fetten Text aktivieren. Habe ich beides bei mir aktiviert, weil die Apple Watch ja relativ klein ist und das Ganze so besser zu lesen ist. Und dann hier die Funktion immer eingeschaltet, sprich Always on Display, ist natürlich sehr praktisch. Allerdings solltet ihr das deaktivieren. Wenn euer Akku auf eurer Apple Watch sehr schlecht ist, würde ich euch empfehlen, das Ganze hier eher auszuschalten. Etwas weiter unten in den Anzeige- und Helligkeitseinstellungen findet ihr noch hier die Aktivitätsdauer. Dort geht einmal rauf und ändert das Ganze hier auf 15 Sekunden, damit eben relativ schnell die Apple Watch wieder in den Ruhezustand geht. So ist das Display nicht so lange an und das sorgt im Endeffekt auch dafür, dass die Apple Watch länger durchhält. Wie ihr mit Sicherheit wisst, hat die Apple Watch einige Sicherheitsfunktionen und dazu gehen wir hier einmal auf den Punkt SOS, denn hier finden wir einmal die Seitentaste gedrückt halten, um SOS zu aktivieren und damit Notfallkontakte zu informieren, sollte man sich verletzt haben. Oder auch die Sturzerkennung, die ebenfalls aktiviert sein sollte, einfach um dafür zu sorgen, dass wenn ihr fallt und nicht mehr reagiert, dass ebenfalls Notfallkontakte informiert werden und euch helfen können. Und auch hier die Autounfallerkennung würde ich euch auf jeden Fall raten zu aktivieren. Wenn ihr eine Apple Watch habt, die das Ganze unterstützt, bei mir hat das Ganze tatsächlich schon funktioniert. Ich hatte einen Autounfall und die Apple Watch hat daraufhin den Notruf kontaktiert, der mich dann angerufen hat und gefragt hat, ob alles in Ordnung ist. Also eine sehr praktische und wichtige Funktion, die man aktivieren sollte. Mit Sicherheit wisst ihr, dass ihr die Möglichkeit habt, mit der Apple Watch, indem ihr auf das Kontrollzentrum geht, hier euer iPhone orten könnt. Also ihr könnt hier oben einmal drauf tippen und daraufhin wird ein Ton auf dem iPhone ausgegeben und ihr könnt dieses dann ganz einfach finden, wenn ihr es verlegt habt. Diese Funktion gibt es auch auf dem iPhone im Kontrollzentrum. Hier habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, eure Apple Watch zu orten. Wenn ihr sie verlegt habt, finde ich sehr cool, dass das Ganze jetzt hier mit WatchOS 10 und iOS 17 neu dazugekommen ist, dass man auch die Apple Watch orten kann. Und eine letzte Einstellung, die ich euch gerne zeigen möchte, befindet sich innerhalb der Apple Watch App auf dem iPhone. Scrollt hier etwas weiter nach unten,
bis zum Punkt Wallet und Apple Pay ist hier relativ weit unten und dort könnt ihr einmal raufgehen und dann hier erneut etwas weiter nach unten scrollen, denn da gibt es die Funktion Zahlung auf dem Mac erlauben und die ist wirklich sehr, sehr praktisch, denn so könnt ihr ganz einfach über eure Apple Watch mit einem Doppeltippen eine Apple Pay Zahlung autorisieren und das kann in einigen Situationen wirklich sehr praktisch sein, weil die Apple Watch natürlich auch an eurem Handgelenk entsperrt ist, könnt ihr das Ganze so mit autorisieren und das finde ich persönlich auf jeden Fall super praktisch. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses Videos zu Apple Watch Einstellungen angekommen, die ihr einmal überprüfen und gegebenenfalls ändern solltet mit älteren WatchOS Versionen, aber auch mit der neuesten WatchOS 10 bis WatchOS 10.2 und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ich euch einen ganz guten Überblick geben konnte. Wenn ihr noch weitere Einstellungen kennt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne kostenlos ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!